Jo, Leute. Mag sicherlich einige Leute geben, die auf dieses Video geklickt haben und jetzt erwarten, dass sie das sehen, was sie im Thumbnail oder Titel gesehen haben. Das machen bei uns nur die Anfänger. Ich meine, ja, das kommt schon noch. Aber wir müssen ein bisschen Geduld haben, ja? Okay, Leute. Es ist immer noch nicht so weit. Da der Shop so unglaublich krass bei euch ankommt, haben wir uns dazu entschieden, den Drop nochmal um einen Tag zu verlängern. Meine Partner so, bitte Sef, verlängere den Shop für die Fans. Tu es für sie. Und ich so, nein, auf keinen Fall. Na gut, die Motive wird es danach nicht mehr geben. Schlagt also jetzt zu, wenn ihr da noch was möchtet. Oder lasst es und bleibt halt auf ewig uncool, ist nicht mein Problem. Schön die Schlange wirken. Aber fangen wir hier und heute mit dem Game an, wo ich gerade mehr oder weniger durch Zufall drauf gestoßen bin, was mich aber verdammt neugierig gemacht hat, weil es einen ähnlichen Vibe versprüht hat wie dieses eine andere Spiel. Wie war nochmal der Name? Ich komme irgendwie nicht drauf. Fängt mit P an und hört irgendwie mit Oppis Playtime auf oder so. Naja, vielleicht fällt es mir ja später ein. Eventuell ist es auch das Ergebnis von, ja, FNAF und Poppy, die ungeschützt auf dem Disco-Klo zugange waren. So ungefähr. Auf jeden Fall klingt es nach einer Menge Spaß und es sieht verdammt gut aus. Und, ja, wir starten rein. Ihr lasst einen Daumen nach oben da. Also alles wie gehabt, Freunde. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Let's go. Dankeschön, Mau. Wie, auf den Punkt, ne? Hello, Viewer. Ich habe dieses Video gedownloadet. Das wurde kürzlich erst geleakt. Von einem anonymen User. Chimpy Chippers Scrapped Commercial. Also irgendeine Werbung von einem. Das ist bestimmt so ein Franchise-Unternehmen, Alter. Es wird wieder Pizza gegessen, Leute. Oder was gibt's? Affen-Animatronics. Auch interessant, Alter. Passt zu mir, muss ich sagen. Fühle ich mich wie zu Hause. If you want to know what's driving everyone bananas, well come on down to Chimpy Chippers. Enjoy our wide range of milkshakes, burgers and fries and have you coming back for Pizza, da ist es. Are you as excited as Chipper the Chippy? Oh mein Gott. Dieses gruselige Maskottchen beim Zahnarzt, Digga. Sorry. Bloody monkey. Who cares? We're gonna do it again. Just give me another go. From the top. Okay, die wollen gerade die Werbung einsprechen. Das ist quasi... Quasi Schnittabfall sozusagen. Ja. Aber was kommt dabei raus? Bilder von dem Restaurant. I'm so hungry, stand da oben in der Ecke. Trapped here for so long. Ich war hier so lange gefangen. Ich verhungere. Starving. Ich sehe dich dort sitzen. Okay, ist schon creepy. Oh, jetzt mach mir keinen Hunger, Digga. Ist ja fürchterlich. Oh, liebevoll. Da würde ich sofort mit meinen kleinen Kindern hingehen, ey. Doch, kleiner Jeremy, steck da mal einen Finger rein. Wenn ihr euch fragt, wo der kleine Jeremy hin ist... Oh Gott. Der Typ neben mir auf der Toilette, der nach Klopapier fragt, was eins alle ist. Hätten die noch welches? I'm coming. Oh Gott. Investigate the camera feed. Motion detect. Warum haben diese Leute immer Security-Kameras? Okay. Ich guck mir das an. Wait, what? Okay, ich muss es finden, ne? Ach, du Heilige! Okay, da ist nichts. Kann ich reinzoomen? Nee, nur hoch und runter quasi. Zum Glück kann ich leuchten. Also, keine Ahnung, ob es ein Glück ist für mich. Wenn ich das sehe, was mich frisst. Man kann sich auch einfach überraschen lassen, nicht wahr? Okay, da ist nichts. Komm schon. Wo ist das? Irgendein abgedunkelter Raum. Sieht aus wie das Wohnzimmer oder so. Oh nein, er hat ein Wohnzimmer. Verdammt nochmal, es ist alles zu spät. Leute mit Wohnzimmern gehen immer drauf in Horrorgames. Okay, was ist hier? Wie aus, kleines Kinderzimmer oder ist das hier eine Spüle? Vielleicht von der Küche? War wahrscheinlich die Küche. Da steht was. Oder auch nicht.
Oh nein, der Keller. Leute mit Kellern, Dieb. Brauchen Taschenlampen, dann sterben sie nicht. Also wir gucken mal, was passiert. Ist immer die gleiche Formel. Wo ist das? Draußen. Ja, Veranda. Och nisch, das bewegt sich denn. Da! Switch on the power from the basement. What? Okay. Hier saß ich gerade, ne? Oh, das irritiert mich übelst. Gut. Das wird eine sehr gute Idee sein. Bei einem Eindringling. Wieder hier in vollkommener Dunkelheit durchs Haus zu wandern. Und zwar noch in den Keller, Alter. Wo die Monster zu Hause sind. Das weiß ein jedes Kind. Ist denn der? Passe ich da rein? Kann ich mich da verstecken? Nee. Verdammt normal. Geht's da runter? Nee, hier ist das Badezimmer. Digga, ich höre was. Ich habe keinen Plan, wo die Kellertür ist, ne? By the way. Hier darf ich nicht rein. Boah, Alter. Es ist schon ungemütlich. Muss man den lassen. Der Aufbau, das gefällt mir bis jetzt sehr, sehr gut. Was eine Riesenhütte schon wieder. Wo stand denn der? In welchem Raum? Ich konnte das gar nicht... konnte das nicht distinguieren. Ja, Licht ist natürlich aus. Okay, hier war die Küche. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Teil des Hauses noch gar nicht gesehen. Oh Gott, ich hätte einfach gerade ausgehen müssen. Wo ist jetzt der... Hier ist der spinnt! Natürlich! Er kennt ihn nicht. Da weißt du schon, dass dich jemand heimsucht. Ah! Oh Gott. Hunger! Chimpy? Chimpy Chimporella? Wie heißt der nochmal? Oh Gott. Ich sag's doch! Er kommt, um mich als extra Portion auf seinen Burger zu legen, Junge. Heute gibt's keine Pepperoni, heute gibt's F. Er weiß Dinge! Oh Gott. Warum bleibt dein Unterkiefer an Ort und Stelle? Also sollte sich mal ein Arzt ansehen. What? Aber warum ist der hier? Was habe ich denn getan? Ich habe mir das dumme Video angeguckt. Ist das so ein The Ring-Schissel, Alter? Kommt doch aus dem Fernseher. Oder denkt ihr irgendwas Fancyes aus? Steht doch nicht einfach in meinem Haus rum. Escape the house through the front door. Okay, mit dem größten Vergnügen, Alter. Hier ist es ein bisschen ungemütlich geworden. Habe ich schon meinem Vermieter schon Bescheid gesagt. So. Front door, ja? Sagst du. Ach du Heilige. Ich habe das Gefühl, das wird nicht so einfach. Und die Front door habe ich meinerseits auch noch nicht ausfindig machen können. Ist vielleicht ein Problem. Ich habe sie ausfindig machen können. Ist kein Problem mehr. Ich bin in einem Restaurant. Ich habe ein Restaurant direkt... Das ist in der Tat kein Problem, Alter. Ich weiß, warum ich hergezogen bin. Stellt euch vor, Alter. Mac ist im Vorgarten. Ah! Deswegen passte ich da auch nicht in diese Ecke. Einfach 500 Kilo wieg. Please wait to be seated. Oh Mann, Alter. Alter, was ist das denn ein Hingebein, Junge? Was ist mit ihm los? Oh, come on. Alter, er hat zum Glück hier so Instant-Nachtsicht. Dem machst du nichts vor. Der gerät irgendwie öfters in solche Situationen, habe ich so das Gefühl. Der kann damit schon umgehen. Chimpy Chippers. Oh, ist ja ein Riesenteil hier. Wo geht man hin? Wie Lagerräume oder sowas? Ach, jetzt kann ich die mit E aufmachen. Eben war es Maustaste. Warum eigentlich? Hier, das ist wieder Maustaste. Warum ist das so? Was soll das? Haben die irgendwie besondere Ansprüche oder so? Ey, im Klo, wo es keinen Jumpscare gibt. Was? Da sind immer Jumpscares. Was soll das? Daneben bei den Mädchen, ne? Okay, hier wird gerade geputzt. Da haben sie die Jumpscares auch schon weggeräumt, Alter. Einfach hin fortgewischt. Ne? Da muss ich jetzt sagen, ich bin entrüstet, Alter. Alles, woran ich je geglaubt habe, ist gerade gestorben. Die Tür geht ganz schnell zu, wenn ich mir nähere. Ne?
Ja, mein Freund. Ich kenne sie alle. Die kleinen Tricks. Oh mein Gott. Oh Gott. Kannst du das runternehmen? Kannst du das... Wie war das nochmal? F. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie ein bisschen fühle ich mich beobachtet. Her space is ours. She's watching you. Wie jetzt sie? Das Affenmädel oder was? We are watching you. Ach, jetzt ihr alle auf einmal. Okay, alles klar. Ich scheine eine äußerst interessante Persönlichkeit zu sein. Ey, Digga, dieses Headbobbing geht aber nicht, ne? Das muss ich ausmachen können. Es gibt hier irgendwie kein Menü. Ich kann nichts tun. Das riecht auf Wackelkopf. Ist verschlossen. Und hier braucht man einen Code. Ein FNAF-Game wäre es jetzt hier 1987 oder sowas. Okay, dann muss ich mal noch zurück. Oder steht der Code hier irgendwo? Kann sich nicht so sicher sein. Oh, das Headbobbing ist eine Katastrophe, ey. I'm super sorry. Ich kann's. Okay, da muss der Code hier irgendwo sein. Aha! So, so. Weh, irgendwer von denen fällt mich an. Irgendwer von euch hat hier was Geschriebenes hinten drauf, Alter. Ich muss euch allen auf den Hintern gucken. Wartet mal, wartet mal. Wir finden schon denjenigen. Oh. Ah, 1983! Miranda and Silvester, Alter. Der heißt Silvester? Also 1983 ist das bestimmt, oder? Mit ziemlicher Sicherheit. Gut. Das wäre die andere Alternative. Ich kann zumindest sprinten. So. Wie geht man das ein hier? Ah. 1983, richtig? Ah, perfekt, Alter. Ich bin geübt. Oh, Leute, wir spielen Visage. Tut mir leid, ich kann das endlich vollbringen. Und Leute in den Kommentaren, das Spiel mal Visit. Nein, ich nicht. Hat damals auch keinen interessiert. Ich bin da gerade von selber drauf gekommen, dass du das ja mal spielen könntest. 7. Dezember 83. Wow, ey, das ist so das erste Ding, ne, das aussieht wie wirklich mal ein handgeschriebener Zettel. Ein Zettel, den Leute benutzen. Weil in Horror Games ist das normalerweise immer so ein Stück 5 Milliarden Jahre altes Papyrus, Alter. Und dann mit irgendwie Scary Font 39 drauf gekritzelt. In Blut natürlich. Nee, das ist mal realistisch hier. Was ist denn da passiert an diesem ominösen Tag nach dem Nikolaus, Alter? I initially thought I was blessed to have my baby touched by... Okay, beim Baby von einer höheren Macht quasi segnen lassen. Aber die falschen Geister haben mich verarscht. Das meinen die gerne mal. Deswegen wendet man sich auch an die richtigen Geister. Ich höre ihre Gedanken. Sie wachsen in mir und ich habe Angst, dass ich die Kontrolle verliere. Das ist ein Akt gegen Gott. Sie wollen Platz haben. Wahrscheinlich wollen sie dich irgendwie als Medium nutzen, um in diese Welt zu kommen oder so. Negative Energie stellt sie zufrieden. Und die Menschheit leidet schon so genug. Wir sind das perfekte Essen. Ich kann nichts tun, um mein Baby zu retten. Gott möge uns allen helfen. Miranda. Oh, geil. Ich hab... Weißt du, ich heirate dann nur mal die Leute mit... Die besten Entscheidungen treffen, so. Das ist wunderbar. Vermutlich kann ich in diese Tür rein, die einstmals verschlossen war. Ist das ein Ultraschallfoto? Ich glaube dir, dass du ein Baby hast. Ich hätte es jetzt auch so geglaubt. Was zum Teufel steht da, Alter? Spiel mal Alien Abduction oder was? Ich gehe da nicht hin, Alter. Du willst, dass ich da hingehe. Ich gehe da nicht hin. Kannst du vergessen. What the f... Okay! Das war gut. Das ist ein Detail, was ich auch gut hätte verpassen können. Escape the Cellar. Warum bin ich jetzt überhaupt im Keller? Wir waren gerade noch im Restaurant. Oh, ja, ja, ah! Holy shit! Okay! Ist in Ordnung. Hab die Message verstanden. Jetzt ist zu mir durchgedrungen, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen die Beine in die Hand nehmen sollte. Wohin eigentlich, Mama? Oh, was ein Zufall. Danke dir, Digga. Oh, wir sind wieder im Restaurant. Junge, ich bin kurz mal gestorben. Ich geb's zu. Auch danke dir. Danke dir vielmals.
Oh, eine Taschenlampe! Was ein Zufall, Alter. Ja, wir haben ja so. Chimpy Chippas was open for 3 months before the shooting in January forced the temporary closure of the restaurant. Okay, es gab hier ein Shooting, also einen Schusswechsel. Hat die Miranda sich quasi irgendwie erschossen und die Geister von ihr oder so, die sind immer noch hier. Was haben wir da? Digga, geil! Ich weiß nicht, was das war. Oh! 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 War hier nicht so ein kleiner Affen-Animatronic? Ich kann doch keinen Geist abschießen! Ja, das geschieht mir recht, Alter. Wow, wow, was war das denn für ein Wrestling-Move? Die hat mich einfach zusammengeknorkelt, Junge. Wie in der Schrottpresse. Okay, schön. Ach, das sind Patronen. Revolver. Ach so, Alter. Die liegen hier rum, Alter. Im S-Bereich. Boah, wie oft soll ich die abknallen, yo? Was? Ich steck die mir alle rein. Okay. Die kommt, ich muss ein bisschen, ich muss das irgendwie smart machen. Keine Ahnung, die frisst wahrscheinlich 25.000 Kugeln. Ist mir recht. Pass auf, wir schaffen das. Komm! Zum Glück bist du multitaskingfähig, Boy! Nein, geh! Oh! Shit! Gib das! Kommt sie? Oh, Scheiße. Kann ich das juken hier, das Ding? Ui! Ui, 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 ui. Oh! I did it! Nehme ich aber erst die letzte Cam, wo der Typ ist. Warum habe ich jetzt andere Cams? Warte mal, das ist doch... Wait. Ah! Dach! Oh, ihr habt Freunde mitgebracht. Okay. Digga, wenn dir Leute in einem Restaurant sagen, dass sie Hunger haben, geht vielleicht nicht dort essen, es könnte ein Problem vorliegen. Strange Diner appears from thin air. Ja, ein Restaurant ist quasi jetzt sich wie gebildet, Alter. Okay, krass. Ja, cooles Spiel. Ich mochte dieses abwechslungsreiche Gameplay, immer mit einer anderen Perspektive, mal mit einer Kamera, mal mit Telefon, mal was schießen und so. Das war wie so ein Horror-Game Survival Pack, Alter. Mit so ein paar Schokoriegeln drin und einer Lampe und einem kleinen Zelt und einer Decke und alles, was du halt brauchst. So. Batterien für einen Game Boy Color. Das hatte alles dabei, was du brauchst. Finde ich schön. Hat mir gut gefallen. Ist jetzt wahrscheinlich kein langes Franchise-Ding so, aber ja, nettes kleines Spiel. Kann man auf jeden Fall mal gesehen haben. Ich hoffe, ihr seht es genauso, weil, ja, wenn das beliebt ist, dann sehen wir vielleicht mehr von den Entwicklern, die da ihre kreative Arbeit reinstecken können. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich freue mich ebenfalls, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und vergesst den Shop nicht. Wenn er weg ist, ist er weg. Noch ein Tag und 8 Stunden circa. Warte mal, wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, 5 Stunden. Also ein Tag. Also am besten jetzt zuschlagen.